Mehr, besser und kräftiger. Das Wetter hat in diesem Jahr vielerorts gepasst. Der Hopfen hatte beste Bedingungen. So auch bei Hopfenpflanzer Alois Wittmann aus dem oberbayerischen Höhl bei Wolnzach. Eine Rekordernte wird es wohl nicht, aber immerhin deutlich mehr als in den letzten Jahren. Die Qualitäten passen. Der Brauer wird sich freuen, damit er heuer eine gute Qualität an Hopfen bekommen kann. In der gesamten Hallertau, immerhin das größte Hopfenanbaugebiet der Welt, werden nach Schätzungen heuer rund 42.300 Tonnen Hopfen geerntet. 21% mehr als im vergangenen Jahr. Aber vor allem durch das nasse Frühjahr mussten viele Hopfenpflanzer um ihre Ernte kämpfen. Die Pilzkrankheiten haben enorm gutes Potenzial gehabt, sich auszubreiten. Und wir sind da mit unseren Pflanzenschutzmitteln schon mehr als an die Grenzen gekommen. Und hätten wir es bald nicht geschafft, dass wir es gesund zur Ernte bringen. Auch wenn mehr Hopfen geerntet wird, die Mass wird dadurch wohl nicht günstiger. Der Hopfenpreis hat den Bierpreis noch nie verändert. Das ist, kein Brauer ist an den Kosten des Hopfens irgendwie ruiniert worden. In rund 2 Wochen wird hier losgeerntet, ein kleines bisschen später als sonst. Dafür wird aber Hopfen in Top-Qualität erwartet.